Eine Wasserrutsche. Ja, genau. Oh, hier ist eine Höhle. Kannst dann so eine Bahn. Aha. So eine Bahn, so Schienen, die halt so teilweise unter Wasser sind. Und dann gehen sie wieder raus aus dem Wasser. Und dann wieder rein und dann wieder raus. Okay, alles klar. Ich baue die mal hier an. Ich baue die mal genau so hier hin. Wäre doch eine coole Idee, oder nicht? Ja, oder, klar. Oder geht das gar nicht unter Wasser? Müssten wir mal sehen, ne? Also, jetzt steht dann hier Left Click natürlich. Müssen wir hier wieder das Werkzeug einsetzen. Das wäre hier jetzt die Sense. Mal zack. 128 Dirt haben wir dabei. Ein Stack Holz haben wir auch dabei. Cobblestone haben wir auch dabei. Kohle haben wir auch. Und er beginnt hier mit dem Bauen. Unser kleiner Feldarbeiter. Ja, sieht schon cool aus. Und sehr schnell. Mhm. Man hört die Begeisterung aus Jaco XLP raus. What the fuck? Was macht ihr da? Er baut das Feld an. Wie macht er eine Brücke oder was? Wirst du noch sehen. Ich glaube, er braucht wieder mehr Dreck. Oh Gott. Ja. Okay, mir ist das gerade und dir schon. Ich bin eh nicht mehr so ganz dicht, aber schick mir mal später so den Part. Was? Okay. Ja, okay, jetzt baut hier mal weiter. So. Na, schau mal, lieber ein bisschen Erde noch. Ich glaube, das wird nichts so. Was ist das denn? Wer ist das denn? Ach, ist das so geil, Leute. So, und jetzt mal JQXLP hier mal mehr auf Trab zu bringen. Mal wieder ein kleines Gesprächsthema. Wann sollte man am besten mit dem Saufen anfangen? Mit dem Saufen? Ja, mit dem Saufen. Weil der erste Schaschlikspieß ist fertig ist. Ja, es kann halt wieder Schaschlik geben, oder lecker. Ey, ich glaube. Hä? Ey, mich hat jemand angeschrieben. Ey, ich check das jetzt erst. Ich bin viel zu faul, einzuklicken, ey, boah. Warte mal. Ey, ich muss gerade hier ein bisschen liegen, ey. Ich hab gar keinen Bock, irgendwie an meinen Schreibtisch zu gehen. Alles klar, JackXLP. Ja. Achso, nee, ist nur TJN. Chill, ey. Ist nicht wichtig. Boah, wenn das TJN jetzt hören würde hier. Ja, ist nur so Dingens. Einfach so Konfi, ne? Oh mein Gott. Er erzählt hier Betriebsgeheimnisse raus. Ja, da ist zu 99% nichts Wichtiges drin. Und die wichtigen Sachen kriege ich immer per E-Mail. Von einem Chef, der auf Kuba sein Leben verbringt und seine Zigarren raucht. Falls du verstehst, was ich meine, ey. Ja, Kuba Zigarren rauchen. Ja, Kuba, ey, keine Sorgen im Leben, der Typ, ey. Alles klar, ey. Hey, wow! Scheiße. Hau ab! Oh Leute, ich hab hier gerade so viel Spaß, ey. Ich hab so viel Spaß hier gerade. Ey, ich guck nicht mal mehr zu, ich hab kurz meine Augen mal zugehalten. Okay, jetzt guck ich wieder zu. Alles klar, bleiben Sie aber beruhigt, ey. Okay, wir brauchen noch was mehr Dreck. Ja, nimm mal hier. Oh, es wird Nacht. Oh, wieder Cobblestone, ey. Cobblestone, ey. Junge, ey, die verbrauchen so viel Sachen, ey. Ich dachte, du musst gar nicht mehr farmen, weil die Farmer für dich farmen. Ja klar, aber die ersten. Ja, ich hab das auch nicht gefarmt, den Dreck und so, ne? Ich hab jetzt nur einmal jetzt für den Meisterworker da was gefarmt, einmal Holz gefarmt für die beiden Arbeiter da, ne? Für den Minenarbeiter und. Oh. Hier ist wer. Ich geh lieber schlafen. Gute Nacht. Und auf jeden Fall, noch da, Jaco? Mhm. Ja, auf jeden Fall, wenn ich dann halt die ersten beiden Arbeiter habe, dann brauche ich mal Farm. So.
glaube, der ist zumindest fertig. Sieht fällig aus, also. Der Modifier ist noch in der Beta. Kann man auch schon hier sehen. Also sauber ist das hier nicht so, ne? Aber naja, ist ein guter Mod halt. Gefällt mir auch der Mod. Aber halt hat sehr viele Schönheitsfehler. Was auch schon wieder ein kleines Minus ist bei mir. Aber sie haben ja noch selbst geschrieben, er ist noch in der Beta und so, ne? So, mal sehen. Natur ist noch nichts so. Brauchst du noch was? Oh, noch mehr Cobblestone. Ach du Scheiße, ey. Nimmst du Bastard, nimm es. Wieso baust du dir selbst den Weg jetzt so hier? Ja. Ich baue mal kurz mal die weg hier, ey. Ja. Hallo? So. Zack. Duck. Duck. Okay, gut, ja. So, aber nee, jetzt wirklich mal im Ernst. Du hast nur das ist meine Frage beantwortet hier. Wann sollte man das erstmal saufen? Nach deiner Meinung. Meinst du jetzt Alter oder was? Ja, nach wessen Alter? Sollten Jugendliche nicht saufen? Können die ruhig saufen? Wie siehst du das? Allgemein halt ab 18, aber wenn man halt so einen Körper hat, wie ein Bodybuilder, dann geht das schon klar, wenn du 16, 17 bist. Hä? Aber weil das die wenigsten haben, würde ich halt sagen, ab 18. Okay, so bei mir ist das mehr so eine Grauzone, weil es gibt keinen Jugendlichen Lissa unter 18, der nicht gesoffen hat. Also ich war schon mit 12 besoffen. Ich schon. Okay, ist zum ersten Mal mit 19 oder 20, glaube ich. Ohne Witz. Also so bei mir war mein erstes Mal besoffen. Mit 19, genau, mit 19 habe ich zum allerersten Mal war ich besoffen. Weiß ich ganz genau. Okay, so bei mir war es mit 12 ungefähr. 12 oder 13? 12, deine Eltern, was haben die sich gedacht? Ach, die wussten es gar nicht. Ja, meine wussten es auch nicht. Ja klar, aber bei dir 19 ist schon ein bisschen anders dann halt, wenn ein 12-Jähriger das heimlich macht. Ich bin aber fast noch hier nach Hause gefahren, ne? Aha. Da hat mich dann halt der Onkel von einem Kumpel abgehalten, dass ich ihn noch fahre. Okay. Ich sag nur so aus Spaß, ne? Ey, ich würde jetzt voll gerne mal probieren, wie gut ich fahren kann. Und er so, nee, du bleibst mal schön hier. Muss ich da übernachten, aber boah, der hat sich so übergeben, der Typ, ne? Wer? Also Patrick. War auch bei seinem 18. Geburtstag, da war ich schon 19. Boah, da war ich zum allerersten Mal besoffen mit meinem Kumpel Edgar. Und er war auch zum ersten Mal besoffen. Ey, wir waren auf demselben Level, ey. Irgendwie okay. So High-Five-Check alle 2 Sekunden, so High-Five, so boah. Irgendwie so, ey, gib Check und so weiter, ey. Ey, oh, wow. Oh. Ey, oh. Oh, oh, geil. Ja, okay, also jetzt haben wir schon hier den kleinen Raum gemacht, ne? So ganz okay. Schick aus, ein bisschen kahl halt, ne? Aber kommt noch alles hier rein. Was hat nochmal für Ideen hier? Genau, ich wollte ja noch gerne ein zweites Stock hier machen, boah. Ja, ein zweites Stock. Boah, ey. So. Ja. Ja. Genug Stein haben wir ja. Und wenn, gehen wir kurz hier nach rüben. Morgen bin ich voll gespannt, wie es weitergeht. Auf was denn? Auf Guilty Chrome. Okay, nächstes Gesprächsthema. Da kann ich jetzt sehr, sehr viel reden. Der epischste, na, das zweitepischste Anime für mich. Guilty Chrome. Er kam 2011, so ungefähr, ich glaube, das war Oktober, November. Auf jeden Fall kam er in das letzte Quartal 2011 und hat dann jetzt so Anfang, Ende, erstes Quartal von 2012 geendet. Mhm. 24 Folgen hat der Anime. Oder waren es 22? 22? Okay, 22. Entschuldigung, mein Fehler. Sehr episch.
Sehr episch, der Anime. Ich bin gerade 19, habe ich. Entweder habe ich 19 zu Ende gesehen, aber ich muss die gerade gucken, weil ich glaube, ich habe 19 noch zu Ende gesehen. Nee, hast du nicht. Du hast noch. Da kommt noch eine Menge. Also 4 Folgen kommen noch mindestens. Oh, Golderz. Wieder ein bisschen Kohle, ja. Oh, wie viel Cobblestone. Auf jeden Fall. Boah. Erzähl weiter. Einfach epic. Und JQX LP wollte den Anime nie gucken, so richtig, weil er. Nee, ich. Wegen Mecha hatte ich halt nie Lust. Obwohl Mecha einfach voll wenig vertreten ist. Das habe ich auch gesagt, aber du dann so, nein! Nee, hast du mir eigentlich nie gesagt. Hast du gesagt, ich weiß nicht, was du gesagt hast, auf jeden Fall hast du irgendwie gesagt, der ist ja nicht so schlimm oder so. Nee, du hast nie gesagt, dass der kaum vorkommt. Habe ich doch, haben wir doch so da besprochen, da hast du irgendwas mit den Waffen von gelabert, ne? Dass das cool mit den Waffen ist, ich so, ja, das wird ein Anime halt, so der. Was ich voll übel fand, da habe ich schon, aber waren mir auch so feuchte Augen, ey, wo die krepiert ist. Die, Harem. Oder ja. Harem. Das ging mir schon ein bisschen.